Hallo und herzlich willkommen zur 41. Folge von Project Unstable 6. Ja, ich habe ein bisschen was vorbereitet, diese Folge, und ein paar Sachen gemacht. Zum einen habe ich drüben schon mal, ich kann mal ganz kurz zeigen. So, und zwar habe ich hier drüben schon mal angefangen, einen Mauer gebaut, hier steht nochmal ein Haus. Hier ist auch ein halbes Haus, das wird das Bienenhäuschen übrigens. Hierhin kommt dann die Elviary so ein bisschen hin. So ist jedenfalls der Plan, dass praktisch hier vorne der Weg hochgeht. Und hier unten ist ein bisschen flacher. Hier ist nochmal ein Haus, einfach nur, dass nicht alles, das war mir jetzt wichtig, dass nicht alles immer hier einen Weg direkt am Fluss hat, sondern dass auch mal ein Haus am Fluss steht oder sowas. Ich bin noch nicht ganz zufrieden mit dem Haus an sich. Ich bin am überlegen, ob ich das nochmal einen nach vorne setze, dass praktisch das hier so steht irgendwie. Das noch ein bisschen umändern. Da muss ich mal gucken. Auf jeden Fall will ich hier so kleine grüne Spots noch haben, wo ich halt einfach einen Haufen Pflanzen und so weiter dann hinballer. Genau. Das habe ich jetzt schon mal angefangen. Hab das, wie gesagt, alles mal ein bisschen weggeruppt schon mal, dass das alles ein bisschen schöner ist. Ich habe auch mal einen neuen Tank gemacht. Und habe den mal hier reingeballert. Für Lava, dass wir jetzt ein bisschen Lava jetzt hier auch speichern können, schon mal in einem Tank. Hier drüben steht erstmal die Smeltery, die kommt aber ja weg. Die bleibt nicht hier, die kommt weg, da kommt dann nochmal ein Tank hin. Die Smeltery soll nämlich, das Haus weiß ich noch gar nicht, wofür ich das haben will, im Moment ist es hauptsächlich Deko. Hier soll die Smeltery noch dran, also praktisch die Schmiede an sich soll hier dran noch. Auf die Seite vom Haus soll noch ein zweites Haus hin. Genau, dann hier noch einen Berg abtragen und was weiß ich nicht. Also da habe ich noch ein bisschen was zu tun. Genau. So. Das dazu. Dann wollte ich mal nochmal zeigen. Und zwar bei dem Kenz-Altar habe ich mich letzte Folge ziemlich doof angestellt. Und zwar habe ich so wie es im Buch stand, zwei Blöcke weggebaut. Das war falsch. Es muss ein Block weg sein. Das heißt praktisch in der Mitte ein 3x3. Und danach kann ich hier 3x3 Wooden Path Blöcke dazusetzen. Ihr seht, ich habe ja auch ein bisschen noch ausgebaut. Wir haben jetzt hier, das ist ein Blut. Ja. Wir haben jetzt hier ein bisschen mehr Platz. Was heißt Platz? Ein bisschen mehr Zeug stehen. Und ich mache kurz die beiden hier weg, weil ich gerne nochmal Sugarcane anbauen möchte. Nein. Weil ich kann zwei Blöcke in die Höhe gehen. Und ich möchte gerne, dass hier noch ein bisschen was wachsen kann. Und ich gehe mal ganz kurz schlafen. Dann reden wir kurz weiter. Jedenfalls so ist es realistischer mit dem Kenzer. Ich habe mich schon gewundert, irgendwas mache ich falsch. Ich habe dann mal einfach geguckt und herausgefunden, dass ich doof bin. So, und wenn wir mal gucken, und zwar hatten wir das letzte Mal einen Boost von 20% auf unsere Tranquility, also praktisch, wenn wir uns selbst verletzen. Jetzt haben wir 1490 Punkte und 60 Tranquility Prozent, die wir dazu kriegen. Das heißt, wir kriegen 60% mehr Leben. Also mehr Life Essence, wenn wir da was machen. Lava zählt, Feuer zählt, Netherrack zählt, zählt alles irgendwie rein in die verschiedenen Gruppen. Genau, und je mehr verschiedene Gruppen man hat, desto besser. Deswegen habe ich Lava hier, deswegen habe ich Feuer mit Netherrack, ich habe Leaves, ich habe Bäume, ich habe hier im Endeffekt Wasser mit. Also, ja. Genau. Ich habe alles so ein bisschen da. Und ich würde jetzt mal sagen, dass wir ein bisschen mit Blood Magic auch weitermachen heute. Und zwar möchte ich nämlich gerne ein Ascension Sword haben, dass ich mehr Demonic Will sammeln kann, weil ich will nämlich unbedingt Destructive Stone machen. Weil beim Bauen hier ist mir aufgefallen, dass es mir überhaupt nicht gefällt. Weil das alles so ein... Ich mag die Farbe nicht. Die passt... Die ist zu hell. Aber einen anderen Stein haben wir nicht, der mir gefällt. Weswegen ich gerne Destructive Stone hätte. So wie wir es beispielsweise am Spawn hatten. Warum will ich mich schlafen legen? Weil mir das tausendmal besser gefällt. Ja, deswegen, das ist so ein bisschen das Ziel, jetzt erstmal nochmal auf Destructive Stone irgendwie zu kommen. Dafür brauchen wir ein paar Sachen. Und zwar brauchen wir dafür erstmal Destructive Will Crystal. Dafür brauchen wir einen Crystallizer. Ne? Ein Demon Crystallizer für Hellfire Forge und so weiter. Und da werden wir heute mal ein bisschen anfangen. Und zwar
Hellfire Forge, würde ich sagen, ist das erste Ding, was wir machen müssen. Und ich war auch fleißig und habe ein bisschen Demonic Will nochmal gesammelt, bin ein bisschen mit Snares auf die Jagd gegangen. Und wir nehmen mal jetzt erstmal das schwächste Demonic Will, warum, erkläre ich später noch. Auf jeden Fall nehmt für die Crafting-Rezepte immer, also wenn ihr ein Crafting-Rezept habt, was im normalen Table ist oder so, oder irgendwo was verbraucht, nehmt immer die Schwächsten am Anfang. Denn ihr braucht später, für die Rezepte braucht ihr Will. So viel Will, das ist ein böses Beispiel, warte mal, ich zoome mal ganz kurz. Tartaric Gem. Da. Ne, da. So. Hier brauchen wir zum Beispiel auch nochmal einen Demonic Will. Und hier brauchen wir ein Will und es drained ein Will. Das heißt, wir können hier oben Tartaric Gems reinpacken. Oder Demonic Will, solange es mindestens ein Will hat. Also alles, was die Schwächsten sind, immer zum Craften nutzen, die ihr habt. Den Rest könnt ihr nämlich später noch speichern. Aber dazu dann später. So, also nehmen wir erstmal jetzt hier 0,15. Das ist das Schwächste, was ich habe. Dann machen wir Hellfire Forge. Wunderbar. Das nehme ich alles mal vorbereitet. Und der sieht folgendermaßen aus. Wir haben 4 Slots. Wir haben in der Mitte einen Output-Slot. Wir haben hier einen Prozessbalken. Und hier drüben können wir nochmal was reinlegen, um Demonic Will zu liefern dafür. Und das Erste, was ich machen möchte, ist ein Petty Tartaric Gem. Das heißt, wir brauchen Mana-Steel. Ihr seht, wir haben heute noch ein bisschen was vor. Wir brauchen Ember. Das habe ich oben. Das habe ich jetzt noch nicht geholt. Netherrack. Dann gehe ich mal ganz kurz Ember holen. Flup. So, da. Zack. Da. Ich laufe heute irgendwie vor die Wände und schaffe es nicht davon wegzulaufen. Ich klebe heute daran. So, nun gut. Zack, zack, zack. Und da brauchen wir noch Demonic Will. Und dann gucken wir jetzt auch wieder, was ist denn hier das Schwächste? 0,69 und jetzt brauche ich einen mit über 1. Mal auch wieder den schwächsten 1,97. So. Das Ding nicht da rein, da rein. Und den packen wir hier rein. Dann rattert das einmal durch. Puff. Hier bleibt noch das übrige Will, bleibt übrigens drinne bei allen. Und wir haben jetzt einen Petty Tartaric Gem. Rechtsklick drauf. Shift-Rechtsklick? Na, warte, wie wird das? Ne, einsammeln war's. Einsammeln war's. Wenn ich ein Demonic Will, was auf dem Boden lag, einsammeln, dann geht es automatisch in das Petty Tartaric Gem. Ihr seht da jetzt, contains Will, bladiblub. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, was ich hier mit Blood Altar, Hellfire Forge. Okay, also einen sollte ich mir noch aufheben. Petty Tartaric Gem. Vielleicht hebe ich mir auch zwei erstmal auf. Nehmen wir mal die beiden Schwächsten und lassen die mal da und den Rest nehme ich schon mal raus. Drei, es ist so schön viel Will. Nun gut, so. Einmal auf den Boden geschmissen. Einmal eingesammelt. Und wir haben Tartaric Gem. So, jetzt ist mir gerade noch aufgefallen, ich brauche noch ein Tartaric Gem, ne? Jo. Dann machen wir erstmal ganz kurz das. Wir kriegen dann gleich eh noch mehr Will. So, das Ding. Dann brauche ich trotzdem noch mal einen Mana-Steel. Das muss ich nochmal machen, das Ding. Und ich hole noch den Ember. Hab vergessen, dass ich noch einen zweiten Tartaric Gem brauche. So. Wie gesagt, der speichert uns Demonic Will ab. Später können wir den noch verändern, den Typ von dem Tartaric Gem, wenn wir einfach es mit einem anderen Will Crystal zusammenpacken und dann speichert er anderen Typ von Will, den wir dann später auch noch nutzen können. Für verschiedenste Sachen. So, machen wir erstmal das. Schwuppdiwuppdiwupp. Nochmal ein Tartaric Gem. Und jetzt machen wir folgendes. Wir machen einmal... was heißt, wir machen einmal? Wir machen unser Ascension Sword. Dafür brauchen wir ein Mana Steel Sword. Und ein Air Rune. Wo ich alles vorbereitet habe, weil ich extrem fleißig war. So. Ja, gestern kam übrigens keine Folge, weil ich es einfach zeitlich nicht geschafft habe, noch was aufzunehmen. So. Ascension Sword. Wunderbar. Das hat folgenden Vorteil. Dieses Ascension Sword, wann immer wir einen Mob töten mit diesem Schwert, kriegen wir Demonic Will. Immer. Wir brauchen keine Snare. Allerdings hat das Ding halt nur 6 Attack Damage, weswegen wir das erstmal ein wenig enchanten werden. In der Hoffnung, dass wir da tolle Enchantments drauf kriegen. So, ich futter auch mal was. Ich will Rote Beete. Das war Rote Beete, ne?
Ich weiß immer nicht, ob Beetroot die rote Beete war, aber ich glaube schon. Es wäre schön, wenn ich noch Looting drauf bekomme. Dann könnte ich nämlich das Schwert wirklich schön fürs Mob-Farming benutzen. Gucken wir mal. So. Lapis. Lapis Lazuli. Einmal hier ihn. Und wir haben Soulbound. Solange es nicht nur Soulbound ist, es ist nur Soulbound. Okay, wir müssen nochmal ein paar Levelchen nehmen. Kann ich einfach... Ich muss es dann halt irgendwann mal wieder reinspeichern. So. Achso, ich brauche erstmal das Ding. Zack, zack. Versuchen wir mal da irgendwie ein schöneres Entscheidung drauf zu kriegen. Es ist schon wieder Soulbound. Ich will nicht Soulbound haben. Ist das schon mal erwähnt? Bane of Arthropods. Na, herzlichen Glückwunsch. Das ist immer das Schönste, wenn man genau das kriegt, was man nicht möchte. Ich habe zweimal Soulbound. Wenn ich jetzt noch einmal Soulbound hier reinkriege. Leech. Was ist Leech? Steht hier nicht da. Von COFH. Ich vermute, dass man... Dass man einfach dadurch Leben zurückgewinnt oder sowas? Keine Ahnung. Mensch. Google da ist mal ganz kurz dann. Fire Aspect Leech Knockback XP Boost. Kein Unbreaking. Was ich eigentlich gerne hätte. Ich will jetzt mal gucken, was Leech ist. Also. Ich vermute stark, dass es einfach ist, dass ich irgendwie Leben wiederbekomme. When a mob or player is killed using Leech Enchantment Weapon, some of the user's health is instantly restored. The amount of health restored depends on the level of the enchantment. Okay, also wir haben Level 4, das heißt 4, also 2 Herzen. Ja. Das heißt, wir kriegen immer 2 Herzen dazu, wenn wir irgendwas töten mit dem Ding. Gut, ich lasse das mal, weil das Problem ist halt, wir kriegen keinen extra Attack Damage die ganze Zeit dazu und das Ding hat nämlich keinen guten Attack Damage. Notfall mache ich nochmal dann ein Schwert. Ich muss wahrscheinlich eh nochmal eins machen, aber... Na gut. Und ich nehme mal den Will Crystal, um das mal ein bisschen zu zeigen. Man kann übrigens auch zwei Tataric Gems, hört man zwei Tataric Gems, die ein bisschen was haben, kann ich mit einem Tataric Gem Rechtsklick machen und er leert ihn und füllt den anderen damit auf. Also man kann dann, wenn man zwei Tataric Gems hat aus Grund XY, später brauchen wir es wahrscheinlich... Ich habe halt Angst, dass die durch so wir haben jetzt 9,09, dass die Mobs dann am Ende getötet werden durch das Fire Aspect, was mich gerade tierisch nervt, dass der Fire Aspect drauf ist. So, mal gucken, ob da was spawnt. Jo. Seht ihr, wie wenig Damage wir machen? Das ist richtig. So, 9,99, genau. Wir sammeln langsam den Monik Will. Was ich lieber hätte, ist sogar ein Sentient Bow. Muss ich ehrlich sagen. Dafür brauchen wir Livingwood Bow. Wir brauchen einen Lesser Tataric Gem. Wir brauchen einen Haufen Will. Die Tataric Gems. Ups. Haben außerdem immer nur einen. Nur eine begrenzte Anzahl an Will, was sie speichern können. So kann zum Beispiel der Patty nur 64, dann 256, 1024, 4096, bladibloblibloblib. Für die nächste Generation vom Tataric Gem brauen wir dann Reinforced Slate, Dragonstone und Thaumium. Das geht noch, das möchte ich nämlich gerne noch haben. Reinforced Slate Hammer, Dragonstone kann ich ganz einfach machen und Thaumium sollten wir auch noch haben. Ich brauche noch einen zweiten Tataric Gem dann nochmal. Oder indirekt dritten. So, komm her. So, und dafür brauche ich wie viel? 20. Okay. Achso, und ich brauche mindestens 60, ne? Warte, stand da mindestens 60? Jop. Okay, das heißt, ich brauche noch ein bisschen mehr Würfel. Was halt extra doof ist, weil ich so wenig Attack Damage habe. Und dann enchante ich es doch nochmal neu. Mal überlegen, ob ich es doch nochmal neu enchante. Hm. Wisst ihr was, ich entscheide es nochmal neu.
Ich, nee, das gefällt mir wirklich überhaupt nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. So. Also nochmal alles runter. Wahrscheinlich kriege ich jetzt totalen Müll rein. Looting 3. Smite 5. Unbreaking 3. Warpel 4, 3. Das sieht doch besser aus. Also ich habe auf jeden Fall Unbreaking, aber... Warte, was war's? Smite war gegen Zombies und so weiter, ne? Smite in Minecraft, warte mal. Das machen wir hier. Können wir nebenbei was futtern? Zack. Was ist denn das jetzt hier? Moment. Ich war gerade auf der Pocket Edition Wiki, die sieht irgendwie komisch aus. Ich weiß nicht. So. Warum ist das jetzt. Okay, warte. Badibubdibubdub. Fortune. Das muss ich erstmal finden. Bane of Arthropods. Sharpness. Sharpness ist schön aus Sweeping. Fire Aspect. Wo ist hier? Smite. Verzauberung erhöht Schaden gegen alle Untote. Zusätzlicher Treffer bei gegen Untote, also nur Zombies, Skelette und so weiter. Verdammt. Will ich es nochmal in Schaden? Ich meine, wir haben Looting 3 jetzt drauf, was auch extrem geil ist, aber... Ich weiß es nicht. ich entscheide es nochmal. Ich weiß, es ist jetzt wahrscheinlich das Dümmste, was ich machen könnte, aber... Okay. In der Hoffnung, dass das Glück mir wohl gesegnet ist diesmal. Ich meine, es wurde besser. Nachdem wir zweimal Soulbound hatten, wurde es besser. Knockback 2. Inside Knockback. Ach, du willst mich doch verarschen. Also es wurde nicht besser. Ich hätte es behalten sollen. Es war ein Fehler. Ich bereue es. Das war wieder Leech. Und Flimpen. Ich will nicht Flimflam und Leech. Ich will da. Ich hätte es behalten sollen. Das war besser. Ah, das war doof. Das war echt doof. Das war echt doof. Verdammt. Und ich dachte mir, ich treffe die richtige Entscheidung. Sharpness 5. Unbreaking 3, beide Sachen, die ich haben will. Looting ist mir jetzt relativ egal dafür. Das ist beides, was ich haben wollte. Dankeschön. Ah, wunderschön. Super. Okay, ich bin doch glücklicher, dass ich es gemacht habe. Also ich habe das natürlich von Anfang an geplant. ich kann ja mal nochmal nebenbei, während ich jetzt hier nochmal ein bisschen Spinnen klatsche. Nochmal. Das ging schneller als gedacht. Kann ich ja mal kurz erzählen, was ich noch so gemacht habe. Weil ich habe nämlich die Bienen noch ein bisschen weiter gemacht, weil wir hatten ja einen Industrious und einen Imperial. Die habe ich jetzt schon, die habe ich ein bisschen durchlaufen lassen, dass ich ein paar Drohnen hatte und habe jetzt schon mal reingezüchtet, dass sie auch diese vier schönen Effekte haben. Also in der Nacht arbeiten, am Tag arbeiten, unter der Erde arbeiten und bei Regen arbeiten. Diese vier Effekte sind einfach toll. Auch habe ich schon gemacht, dass sie praktisch das Biom ein bisschen geändert haben. Das heißt, ich kann sie relativ zügig eigentlich dann schon automatisieren. Das wird wahrscheinlich was werden. Diese Folge wird es wahrscheinlich nichts mehr. Und ich bin gerade überlegen, ob ich kurz cutte und wir sehen uns wieder, wenn ich... wenn ich genügend Demonic Will zusammen habe. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Machen wir das. Bis gleich. So, da ist er wieder. Ja. Ich habe Dragonstone, ich habe Thaumium Ingot, ich habe Reinforced Slate, ich habe Petty Tataric Gem und ich habe genügend Demonic Will drin. 60 brauchen wir. Ich glaube, ein paar davon werden genommen. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele. 20. Und wir haben ein Lesser Tataric Gem. Und jetzt kann ich gleich mal das Umdingensen zeigen. Also praktisch, wenn ich hier Rechtsklick mache mit dem, dann geht das alles hier rein. Jetzt haben wir den Paddy wieder leer. Ich habe übrigens noch einen zweiten. Weil ich habe mir gesagt, okay, ich mache noch mal einen. Ich mache mal ganz kurz Rechtsklick damit, dass der
sich stacken kann. So. Genau, das heißt, wir haben jetzt ein bisschen Demonic Wilder, ne? Was wir nutzen können. Für den Bogen brauche ich natürlich noch ein bisschen was anderes. Für den Bogen, für den Ascension Bow, brauchen wir eine Lesser Tauric Gem sowieso schon und wir brauchen 240 Will drin und dann werden 60 davon gedrained. An und für sich ist der Bogen damit also nicht so schwer. Wir brauchen halt nur einen Haufen Tauric, nicht Tauric Gem, sondern Demonic Will. Habe ich jetzt erstmal nicht und ich habe jetzt auch erstmal nicht vor, das heute jetzt direkt zu machen. Was auf jeden Fall ich noch sagen kann, was wir zum Beispiel noch bräuchten, sind noch so ein paar Sachen, wenn wir das Demonic Will haben wollen. Zum einen den Crucible, der uns hilft praktisch Demonic Will aufzublubbern, dass wir dann das in die Aura sozusagen kriegen. Dafür brauchen wir Molten Core, das ist nicht so schwer. Wir brauchen Rune of Spring, ist eigentlich auch nicht so schwer. Noch ein Crucible und Arcane Stone ist nicht schon unbedingt so schwer. Wir brauchen noch einen Demon Crystallizer, der kommt auch noch dazu. Brauchen wir Rune of Winter, Frozen Core, Mana Pearl und nochmal einen Hellfire Forge. Ist jetzt auch nicht so schwer, aber ich habe mir gesagt, das machen wir in der nächsten Folge, dass wir versuchen, das aufzubauen. Denn ab dann ist es ein Hoffen. und zwar kann man im Hellfire Forge diese Demonic Will Cluster machen. Die können dann wachsen, wenn halt Will von einem bestimmten Typ in der Aura ist. Was man aber machen kann, ist, man kann reines Demonic Will, das hier, in die Aura packen und hat dann einen Demonic Will Crystallizer. Und dieser Crystallizer hat eine Chance, einen Demonic Will Crystal, wie beispielsweise den Destructive, zu, also Crystal Luster, zu erzeugen. Kann natürlich von allen Typen sein, aber das ist praktisch das Erste, was wir machen werden. Wir werden versuchen, irgendwie an diese ganzen Typen ranzukommen. Das ist das Erste, was wir brauchen. Denn wenn wir dann ein Ritual aufbauen würden, was uns praktisch diese Crystal wachsen lässt, was man ja machen kann, brauchen wir vorher aber diese Crystal Cluster. Das heißt, ich brauche ein paar von diesen Crystal Clustern und entweder ich erzeuge einen, lasse den stehen, baue das Ritual in der Nähe auf und nutze den weiter. Oder wenn ich ihn abbaue, bekomme ich halt nur ein Will Crystal raus. Was zur Folge hat, ich bräuchte ein paar davon. Was ein bisschen doof ist. Deswegen werden wir das erstmal nutzen. Wir können die auch manuell noch... Ich weiß gar nicht, wuchsen die mit der Zeit? Ich muss nochmal genau nachgucken, wie das war, wenn ich die Dinger manuell wachsen lassen will. Aber ja. Was wir auch machen könnten. Und das ist nämlich die andere Sache. Wir könnten dieses Will im Endeffekt erzeugen. Weil wenn wir jetzt hier einfach dieses Raw Will nehmen, dann können wir alles Mögliche bekommen an diesen Crystal Cluster. Zum Beispiel Demonic Will Crystal Cluster. Das ist der reine, sage ich mal, den man bekommen kann. Man kann aber, wie gesagt, wenn man dieses Demonic Will, was man in den Gems hat, nutzt, kann man das besser. Ja. Jedenfalls gibt es ja noch die anderen Typen. Und ich kann mein Schwert umändern. Das Schwert ist jetzt standardmäßig jetzt auf Raw Will eingestellt. Habe ich jetzt anderes Demonic Will drin, was ich bekomme, wenn beispielsweise das Tauric Gem ein anderes ist, von einem anderen Typen, kann ich Demonic Will bekommen, von diesem Typ, durch das Schwert. Dann habe ich das Demonic Will, dann kann ich das aufblubbern, dann kann ich damit mein Destructive Stone blubbern lassen. Wir werden mal gucken, was wir machen, aber so in etwa ist ungefähr der Plan. So, so viel dazu. Was wir jetzt erstmal heute noch machen werden, ist schlafen. Und dann habe ich noch vor, ein bisschen trotzdem die Bienen noch zu automatisieren, dass wir das noch gemacht haben. Und zwar, gehen wir mal hier hin. So, essen wir. Und dann möchte ich nur mal ganz kurz nochmal die Bienchen zeigen. Zack. Industrious und die Imperial. Die Imperial blubbert sogar noch. Regeneration haben wir sogar nochmal bekommen. Das ist so schön, dass wir den Effekt kriegen. So, ich mache Folgendes. Die Bienen haben übrigens alle eine normale Lebensspanne und sind Fast Worker. Auch extra drauf geachtet. Damit wir ein bisschen Scanted Paneling dann machen können. So, nun gut. Erstmal brauchen wir Item Conduits waren es. Davon brauche ich ein paar, dann brauche ich nochmal ein paar Draw vielleicht. Basic Draw, ich möchte gerne die Zweier Draw haben. Zack. Dann haben wir das. Ja,
Super. Gut. Ich habe auch noch was anderes vorbereitet. Und zwar habe ich nämlich bei der... was heißt vorbereitet? Quark. Was anderes gemacht. Und zwar bei der Cultivated hinten in den Drawer habe ich nochmal einen Void-Upgrade reingepackt, weil wir mittlerweile 16 Stacks Cultivated Drones haben. Und ich brauche nicht mehr. Das heißt, den Rest voide ich jetzt einfach. Weil hier ist noch ein Stack drin, hier noch einer. Und ja, Honeycombs würde ich theoretisch auch voiden, aber bevor die so hochkommen, habe ich sie eh verbraucht. So, was ich jetzt aber erstmal mache, da habe ich nämlich auch noch vorbereitet, muss ich jetzt auch noch ganz schnell zurück, weil ich es wieder vergessen habe. Und zwar habe ich noch ein wenig Impregnate Casing vorbereitet, sodass ich einfach mal nochmal ein paar Apiary machen kann. Wir brauchen es eh später für die Elviary, aber erstmal haben wir eh nur Apiary zur Auswahl. Deswegen machen wir nochmal Apiary. Dafür brauche ich noch einen Haufen mehr Seed Oil. Ja, muss ich mal gucken. Ich meine, da muss ich einfach nur einmal über unser kleines Feld hier drüben sausen und dann habe ich ein paar Stacks Seeds zusammen. Das ist so schön, dass dieses Feld da so... Ah, so, die Frames sind eigentlich auch so weit down. Dann nehme ich mal diese Biene mit. Das ist die Industrious Drohne. Die lasse ich mal hier irgendwo. Ich muss das dann später eh mal alles nochmal ein bisschen besser machen. So, von der Anordnung her. So. Ich möchte nur gerne hier drüben schon mal haben, dass, wenn ich dann da drüben ausbaue und da anfange damit auszubauen, dass es alles schon mal an einem Platz ist. So, deswegen machen wir mal zwei Apiary hin, dann einmal das Ding. Und dann müssen wir jetzt wieder einstellen. Insert, always active, Priorität 1, self-feed enabled, self-feed enabled, das Priorität 1, always active. Insert, kein Extract, Priorität 0. Wunderbar. So, damit hätten wir das. Und jetzt müsste ich mal dieses Ding nehmen. Und ich habe extra 3 Drawer genommen, weil ich weiß, dass ich das jetzt brauchen werde. Mach das mal so, die können ja eh durch Cave Dwelling können die ja eh da unten arbeiten. Wenn da ein Block drüber ist, machen wir hier auch mal Insert. Und hier machen wir auch mal Insert. Ich jetzt hier. So. Okay. Gut. Hatte ich das hier auch aktiviert? Nee, gut. Und zwar, hier drüben soll die Industrious rein, also mache ich mal Industrious. Ich locke die auch schon mal alle, dass da nicht einfach sowas reinkommt. So, also Industrious und Industrious. Und hier drüben kommt dann Imperial. Also machen wir das schon mal hier oben rein. Imperial und Imperial. Und dann muss ich jetzt nur noch dafür sorgen, dass ein Blumen in der Nähe ist. Zählst du als Blume? Eigentlich doch ja, oder? Nö. Okay. Wir brauchen eine kleine Blume. Da drüben lächelt mich einer an. Schwupp. Ah, der Doppelsprung ist schön. So. Gut. Zack. Nehmen wir eine normale Blume. Wenn er die Rose nicht mag. So, jetzt geht's los. Wunderbar. Die flattern schön. Imperial, Imperial. Ich will nur mal kurz gucken. Industrious, Industrious. Und jetzt hole ich mal noch die Produkte der Bienen. Ja, das war doof. Ich bin nicht gesprungen, als ich da runtergefallen bin. So. Und zwar Royal Jelly, Dripping Comb und Stringy und Pollen. So. Und zwar sind das ja die ganzen Sachen, die ich haben möchte. Die Combs packe ich mit über die Drohnen drüber und die richtigen Outputs, die wir separat brauchen, mache ich hier unten rein. Das heißt, Pollen Cluster, Royal Jelly, Dripping gab's von der Imperial, ne? Jo. Also hier und das hier. Wunderbar. Das sollte hoffentlich wunderbar werden. Und ich wollte noch ein paar Imperial Frame machen. Moment. Und ich muss mal die Level wieder irgendwo abspeichern. In unserem Tank da oben. So, also, hier haben wir ein bisschen Zeug, da könnte ich auch schon mal ein bisschen Honig machen, fällt mir gerade auf. Zack, und, ups, zack. So, Propolis haben wir auch ein bisschen. So, klick.
Was wollte ich jetzt? Das hast du vergessen. Achso, genau. Frames. Habe ich noch welche? Nö. Frame. Impregnated Frame, bitte. Zack. Nase krabbelt. Moment. Oh, Hilfe. So. Hatte ich noch welche? Jo. Wunderbar. Swoop. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind schon mal 6. Dann lasse ich das mal. Mag die mal rüber. Und dann können wir nämlich erstmal. Erstmal möchte ich nämlich gerne ein Alviary haben, bevor wir anfangen, jetzt wirklich die Erzbienen zu machen. Weil Alviary ist einfach tausendmal schöner und ich konzentriere mich jetzt lieber erstmal auf eine Sorte Bienen als auf alle. So. Okay, also dreimal hier, dreimal da. Viel Spaß, Bienen. Jetzt produzieren sie nämlich nochmals das Doppelte, obwohl sie schon, wie gesagt, sie sind alle, haben einen normalen Lifespan und eine Fast Production. Sollte hoffentlich wunderbar werden. Genau. So. Royal Jelly haben wir 8 und Lost haben wir 3. Ich bin mal gespannt, wie viel wir da jetzt irgendwie dann rumkriegen. Wie gesagt, der ist auch normal fast. Die Humidity ist das Einzige, was hier bei der Imperial nicht mit reingekommen ist. Das ist nur normal, aber das ist vollkommen egal. Die Humidity im Boreal Forest ist normal. Von daher passt das wunderbar. Hauptsache es hat die Temperatur. Dass die Temperatur erlaubt wird. Gut, so, hier kriegen wir immer Regeneration, wenn wir hier bleiben. Theoretisch, das ist auch schön. Das ist echt wunderschön. So. Na, okay. Gut. Ich bin gespannt, ich lasse es mal ein bisschen laufen. Und setze mich dann mal dran, dass ich noch ein bisschen Demonic Will sammle, dass wir diesen Sentient Bow machen können. Dann will ich den entscharren und will den als meinen Hauptbogen gerne nutzen. Damit nehme ich wir auch Demonic Will ein bisschen sammeln und dann müssen wir, nächste Folge werden wir dann das erste noch ansetzen, dass wir diese Will Crystal bekommen, in der Hoffnung, dass wir dann auch wirklich den Will Crystal bekommen, den wir haben wollen, und dann wird das hoffentlich ganz schick. So, ist schon durch der Honig? Das ging aber schnell. Okay, ich brauche mal einen Tank. Denn für die Scant and Paneling brauchen wir nämlich Honig. Brauchen einen Haufen Honig. Deswegen speichere ich mir den mal separat ab. Gut. Die Folge ist auch zu Ende. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Und ja. Bis dahin noch einen schönen Tag. Gehabt euch wohl. Auf Wiedersehen. Und ja, dann gucken wir mal, dass wir weiterkommen. Ich freue mich schon. Dann kann ich endlich mit Destructive Stone wieder bauen. Das wird so viel schöner als der jetzige Cobblestone, den wir da verwenden. Ah, okay, gut. Jetzt wirklich tschüss und auf Wiedersehen. Ciao.